Die Vorstände der drei CDU-Kreisverbände Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis sprachen sich am Mittwoch gemeinsam und einstimmig für einen Bundestagsnachfolgekandidaten für die nicht mehr antretende Maria Böhmer aus. Als Direktkandidat bei der Bundestagswahl 2017 soll der 37-jährige Torbjörn Kartes im Wahlkreis für die CDU antreten. Kartes ist derzeit unter anderem Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen. Zudem arbeitet er als Jurist und Geschäftsführer bei zwei Tochtergesellschaften der Technischen Werke Ludwigshafen. Bei der gemeinsamen Kandidatenpräsentation mit den Kreisvorsitzenden erklärte Kartes, dass er nicht lange gezögert habe, die Kandidatur zu übernehmen und legte dar, wie er diese nun umsetzen möchte. Ja, also ich habe mich sehr gefreut über das Vertrauen der drei Kreisvorstände, dass ich entsprechend hier den Wahlkreis nächstes Jahr bei der Bundestagswahl repräsentieren darf. Es ist mir eine wirkliche Ehre, antreten zu dürfen und mein Ziel ist ganz klar, den Wahlkreis zu gewinnen. Also ich werde die nächsten Wochen nutzen, mich vorzustellen im Wahlkreis, bei den Menschen, bei den unterschiedlichen Parteigliederungen. Und das ist ja auch eine Vorstellung, ich bin ja noch nicht überall bekannt. Und dann hoffe ich auf eine sehr gute Nominierung Anfang des nächsten Jahres und dann werden wir anfangen, zumindest mal mit Vorwahlkampf. Christian Baldauf, Gabi Bindert, Ernst Merkel und Helmut Pfaff äußerten sich überzeugt von der gemeinsamen Entscheidung, Kartes als Direktkandidat für die Bundestagswahl zu nominieren. Er verfüge über die nötige Führungsstärke, Qualifikation und berufliche Kompetenz. Der verheiratete Familienvater habe ein überzeugendes Programm und ausreichend Selbstbewusstsein, um der Aufgabe gewachsen zu sein. Man werde sich nun um die entsprechende Zustimmung der Kreisverbandsmitglieder bemühen. Und wir haben dann im Kreisvorstand Torbjörn Kartes, den Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat, entsprechend vorgeschlagen. Er ist ja bekannt in Ludwigshafen, das heißt, das war natürlich ein Heimspiel für ihn, auch im Kreisvorstand. Und ich kann jetzt, das ist kein Geheimnis, verraten, er ist einstimmig empfohlen worden dann für die nächste größere Parteiversammlung, wo er gewählt werden muss, dass er unser Bundestagskandidat ist. Wir hatten ein reiches Portfolio an Kandidaten. Ich freue mich, dass wir uns so gut geeinigt haben auf die beste Wahl. Jetzt haben wir den berühmten Quereinsteiger, der nicht jetzt die ganze Zeit schon in der Politik gefangen ist, sondern wir haben jemanden, der im normalen Berufsleben steht, wenn ich nur so sagen darf, und jetzt dann politischen Weg dann einschlagen wird. Und wir als Rhein-Pfalz-Kreis haben auch am Montag einstimmig den Beschluss gefasst, dass er unser Kandidat ist. Christian Baldauf, der sich ebenfalls im Kreis der Kandidaten befand, erklärte auch, wieso er selbst nicht in die Bundespolitik wechseln möchte. Ich habe erst im März ein großes Vertrauen im Wahlkreis bekommen von den Wählerinnen und Wählern. Und dazu gehört auch das Vertrauen, meine ganze Kraft, so sehe ich das, meine Ideen und Anregungen in Mainz und nicht nach kurzer Zeit in Berlin einzubringen. Auch Maria Böhmer zeigte sich erfreut über die Auswahl ihres potenziellen Bundestagsnachfolgers und sicherte ihm die volle Unterstützung zu. Ende September hatte die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin überraschend bekannt gegeben, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren werde. Ich bin jetzt 26 Jahre im Bundestag, fast mehr als 11 Jahre bin ich Staatsministerin, zunächst bei der Bundeskanzlerin, jetzt im Auswärtigen Amt. Und dann fragt man sich auch, wie geht es jetzt weiter? Ich freue mich, dass damit ein junger Politiker die Chance hat, in den Bundestag zu kommen. Ein junger Politiker, den drei Dinge auszeichnen. Zum einen hat er große politische Erfahrungen über JU-Zeit, über seine stellvertretende Tätigkeit als Kreisvorsitzender der CDU Ludwigshafen und jetzt die Führungsaufgabe des Fraktionsvorsitzenden in Ludwigshafen. Das Zweite ist, er ist beruflich erfahren in zwei wichtigen Feldern für diesen Wahlkreis. Zum einen alles, was Arbeit anbetrifft. Er hat Personalverantwortung und weiß deshalb, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Schuh drückt. Und er ist eng verknüpft mit dem Thema Energie. Und als junger Familienvater, und das ist der dritte Punkt, der dritte Pluspunkt, den er hat, als junger Familienvater weiß er, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet, was es bedeutet, wenn Kinder frühe Bildung brauchen, wenn sie alles brauchen, um ihr Leben tüchtig zu bestehen. Und ich glaube, mit Torbjörn Kartes haben wir beste Voraussetzungen, diesen Wahlkreis zu gewinnen. Weitere Unterstützung bekommt der Nominierte auch von der CDU-Landtagsabgeordneten Marion Schneid. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir im Torbjörn Kartes einen guten, wirklich guten Kandidaten für den Bundestag haben. Er ist jung, dynamisch,
zeigt gerade, was er kann in unserer Fraktion. Er hat ja unsere Fraktion übernommen und hat als Vorsitzender wirklich das richtig gut im Griff, macht es toll, bringt politische Dinge sehr gut voran in Ludwigshafen und ist eigentlich der optimale Kandidat für den Bundestag. Ja, also mein Ziel ist es, weiter auf Fraktionsvorsitzender in Ludwigshafen zu bleiben. Also ich möchte der Kommunalpolitik nicht den Rücken kehren, um das ganz klar zu sagen. Und das gilt es zu organisieren, wenn ich den Wahlkreis gewinnen sollte. Meine Schwerpunkte hier jetzt aus Ludwigshafener Sicht zunächst mal sind klar, das betrifft den gesamten Wahlkreis, das Thema Hochstraße Nord insgesamt vernünftig zu positionieren und zu organisieren, auch mit entsprechenden Bundes- und Landeszuschüssen. Das ist ein Thema, was die Menschen jeden Tag beschäftigt, wenn sie hier zur Arbeit fahren, wenn sie entsprechend am Stau stehen müssen. Und mir geht es darum, auch die finanzielle Situation der Stadt Ludwigshafen neu zu ordnen.